So, und herzlich willkommen zu Folge 4 von Heroes of the Storm. Jetzt ein Zufallszelt. Schauen wir mal, wen wir bekommen. Eine Runde Zufallsheldenroulette. Würde sagen, da steigen wir doch gleich rein. Und bald ist der 13. Januar. Ich bin echt gespannt, wenn dann die geschlossenen Beta-Phasen losgeht. Neue Helden, eine neue Karte und natürlich das Draft-Modus, das heißt dieser gewertete Modus kommt hinzu. Aber die Voraussetzungen sind ja, man muss Stufe 30 sein, also Spielerlevel muss 30 sein. Ihr seht, ich bin gerade erst bei Level 20, das heißt erst. Aber und man muss 10 Helden besitzen. Also Heldenrotation fließt da nicht mit ein, man muss wirklich 10 Helden besitzen. Also die 4 Helden sind schon mal nicht, die ich bekommen werde. Und wir haben die Drachengärten. Ja, mal gucken, welcher ist da noch dabei? Raynor wäre noch dabei, den habe ich schon hat gefühlte Ewigkeit nicht mehr gespielt. Uta wird es nicht, Diablo wird es auch nicht sein. ATC wäre möglich. Dann ist noch eine Runde ATC, das wäre wirklich scheiße. Aber gut, ATC ist eigentlich ein ganz cooler Held. Ja, schauen wir mal. Gewertete Spieler werde ich natürlich auch zeigen. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Rollers-Modus, ob der dann verschwindet. Aber ich hoffe nicht. Weil dann will ich das so ein bisschen aufteilen, Rollers-Modus. Und gewertete Spiele. Während es hier gerade ewig lang lädt. Manu, was ist denn da los? Ich mach mal hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn es dann soweit ist. Und da bin ich wieder zurück im Spiel. Ja, es gab gerade Probleme. Der Ladebalken ging nicht weiter und danach ging er dann wieder nicht weiter und dann hat uns das Spiel dann doch irgendwann reingelassen. Ja, ich spiele Raynor, das ist also der Zufallsheld und ich nehme Das könnte gut werden. ich würde sagen, ich nehme mal das Schützenkönig am Anfang. Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie. Und setzt den Drachenritter frei. Ein Held ist von der Saat geflohen. Ah, den haben wir. Das letzte Blut wurde vergossen. So, Gaslo ist schon mal erledigt. Den habe ich schon lange nicht mehr gespielt, aber mir scheint wohl Sangara oder wie heißt der andere? Sagara heißt irgendwie Sangara. Die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Weiß jetzt gar nicht, wie der andere Starcraft Keeper heißt. Ein Held ist in die Schlacht zurückgekehrt. Ja, so ein bisschen sehr optimistisch. Genau reingerannt gerade. Ja, der hat ganz gut. Er muss jetzt halt endlich mal. Energie. Das muss. Wählt ein Talent. So, und dann werde ich auf jeden Fall jemand mit helfen. Und
was nehmen wir? Automatische Angriff bei Heilen, also die Reichweite. Und ein Talent. Und dann nehmen wir das. Heilung ist nicht verkehrt. Du kannst auf mich zählen. Ja, das vergiss mal ganz schnell, lieber Diablo. Ja, der Brunnen ist noch nicht wieder aktiv. Werf mal zur Sicherheit nicht wieder auf volle Linkspunkte bringen. Aber klar doch. Oder, ach, Abathur ist der andere. Gerade im stillen Kämmerlein in meinem Köpfchen drüber nachgedacht. Wer ist denn der andere? Abathur ist der andere. Abathur oder wie auch immer heißt. Das haben wir schon mal. Nehmen wir diese Sünde. Das war dann schon knapp um den Schaden. Mal das. Was muss das? Oh! Wer wird den Drachenritter beherrschen? Da kommt Gaslo. Ja komm, hau sie weg! Ich kann jetzt, ich kann die nicht helfen. Jetzt, schnell, lauf. Das war knapp. Wartet, befreit ihn und vernichtet eure Feinde. Ich kann ja jetzt mit Rainer natürlich auch eher so skillen, dass ich dann mehr Gebäude pushen kann, ganz klar. Ah, das war knapp. Shit, jetzt haben wir noch nicht. Da ist ein Nova. Zeigen wir es ihnen. Mal gucken, dass wir hier einigermaßen guten Farben kriegen. Sehr schön. Das war nicht so gut. Ah, schade. Das wäre gut gewesen, wenn ich ihn dann noch weggemoscht hätte, aber habe ich nicht ganz geschafft. Immer zum Halten. Ich bin aber auch ganz schön vorne gerade. So, was nehmen wir denn? Ich nehme auf jeden Fall Reynos Raider. Ja, ich würde gern weg, aber ich verteidige erstmal hier noch. Oh, fuck, ey. Kommen wir schon wieder welche. Komm, jetzt macht mal hin, ihr Leute. Oh shit, die haben es da hinten. Jetzt haben sie den Drachen.
Ausgerechnet gegen Diablo, ja, ich geh mal lieber hoch und helfe. Aber klar doch. Render spiele ich nicht so gerne, nicht so oft. Das ist so sehr, nicht sagen langweilig, aber ist nicht so meine. Das ist natürlich eine Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Hasse Nova. Nova ist echt ein Pest. Aber wenn man es natürlich gut spielt, dann macht es auch eine Menge Spaß. Ja, mit Rainer läuft es gerade nicht so gut. Ich hätte mir auch gerne einen anderen Helden gewünscht, weil Rainer ist halt, wie gesagt, nicht so. Ich finde, im Gegensatz zu den anderen Helden ist er nicht so pralle. Also, vielleicht spiele ich ihn auch einfach falsch, aber das ist jetzt nicht so einer meiner Lieblingshelden. Mein Lieblingshelden kennt ihr ja, hab die ersten beiden Folgen ja mit Anubara gespielt. Und ich spare immer noch, damit ich ihn nicht durch die Heldenrotation spielen muss. Schon. Ah, das ist eine Verschwendung. Winkt ein Teil. Bald werden die Schreine erwachen. Das war, das war knapp. Das habe ich gebraucht. Dieser Mann auf Stelle wäre auf dem schnellsten Weg zu einem Alpha. Na, es war ein bisschen zu spät. Ich weiß, dass ich aktiviert bekommen habe. Gut gemacht. Wenn man den Zauberschild jederzeit nehmen. Aktiviert die Schreine. So, ich gehe runter. Die Macht des Drachenritters in Anspruch. Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Aber klar doch. Na, da wollte doch irgendjemand. Na, wo ist er denn? Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Unser Verbündeter braucht Hilfe. Was gibt's denn? Boah. Fuck, ey. Erhebt euch wieder und rächt euch. Vor verloren. Achso, ist schon weg, okay. Ja, schade, habe ich die Raider zu spät eingesetzt. Sonst hätte ich Nova wahrscheinlich bekommen. Ja, sieht wieder sehr, sehr dürftig aus. Mein Werk ist noch nicht vollendet. Wie sieht es denn mit unserer Nova aus? Hat die einigermaßen gut Kills abstammen? Nee, ah, die Dinge schon Nova spielt halt richtig, richtig gut. So Leute, wir brauchen mal hier unten Hilfe. Das war knapp.
ist Tassa da. Hat der ein Glück gehabt. Wir haben auch gerade nicht das, ja, wir haben ja das... Oh nein, oh nein. Gut, dass Guter da gerade dabei war. Wow, ich hasse Nova, ey. Die fixiert sich tatsächlich immer nur auf mich, habe ich das Gefühl. Wutanfall... Ich nehme mal das. Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen ist immer gut. Ja, mal zurück. Ja, bis jetzt sind wir zwei Level im Rückstand. Das läuft gar nicht gut in dieser Runde. Wie schon in der Runde davor. Befreit den Drachenritter und bringt euren Feinden den Tod. So, ich werde jetzt mal nach oben gehen. Endlich haben sie mal Nova erledigt. Das ist gut. Shit, Diablo. Raiders rocken. Ja, ich hatte da... Nervt da ganz schön. Also Diablo will ich auch nicht im Dungeon begegnen. Der nervt auch ständig. Dann ging ich halt erstmal wieder runter zu Uta. Da oben kannst du knicken. Das könnte gut werden. So, jetzt aber schnell in die Mitte da und das Ding holen. Kommt schon, Leute. Diablo ist da. Haben wir doch geschafft. Sehr schön. Komm, Leute. Ah, verflucht! Ich habe auch genau das Pech, dass Diablo genau in dem Moment da vorbeikommt. Boah, ich hasse den Helden, ey. Diablo und Nova sind so zum Kotzen, ey. Unglaublich. Ich bin schon das dritte Mal gestorben. Total unnötig gestorben. Weil ich einfach nur Pech hatte und da lang gelaufen bin. Zumindest haben wir schon mal das Tor ab. Jetzt besiegt doch die beschissene Nova. Da ist doch Nova. Unsere Nova ist halt wirklich nicht sehr berauschend. Also, muss man schon mal sagen. Aber es sieht so, wir holen zumindest auch Stück für Stück. Aber jetzt auch nicht berauschend gut. Was muss? Das muss. Wir sollten uns dieses Söldnerlager zur Brust nehmen. Oh, schauen wir mal, das müssen wir jetzt haben. Fucking Diablo da oben. Achso, der falsche Diablo. Ja, da ist Nova. Du kannst auf mich zählen. Sehr schön, kommt schon, Leute! Sehr schön! Das war sehr, sehr gut. Drei Leute gekillt.
im richtigen Moment die Raiders rausgeholt, so muss es sein. Wir sollten uns dieses Söldnerlager zur Brust nehmen. Wir sollten nicht länger ruhen. Entfesselt seine Das machen wir lieber danach, Leute. Lasst uns erst einmal die Schreine einnehmen, weil jetzt können wir eigentlich schon fast aufholen. Die anderen sind nämlich noch 30 Sekunden tot. Das müssen wir jetzt nutzen. Was muss, das muss. So, was nehme ich denn? Banshees bleiben getarnt. Und das mit dem Porten, das ist immer ganz gut. So, und jetzt holt euch das Ding. So, da unten, die schaffen das schon. Die Creeps. Jetzt haben wir nämlich einen kleinen Vorteil. Und da können wir vielleicht noch einholen. Schon Diablo als erwischt. Ja, aber du bist der andere Held in den Jahren. Wow, nix hier weg. Boah, fuck! Nehmt seine Macht in Anspruch. Fuck, ey. Nein, mein Werk ist noch nicht vollendet. Ah, oh, das sah so gut aus. Nova 2, Maya, jetzt hat sie natürlich die Fähigkeit, dass sie Fähigkeiten zweimal einsetzen kann. Ihre Ultis, wenn sie einen Helden getötet hat. Ja, Diablo verpisst sich dann lieber. Obwohl er den, glaube ich, sogar noch schaffen würde hier. Jawohl, mach ihn kalt! Jawohl! Ach, das war bloß das Duplikat von Abathur, okay. Ich tatsächlich auch gerne mal spielen würde. Jetzt haben wir genau ein Level Unterschied. Mal aufpassen, dass sie nicht zu sehr pushen hier. Und was hat er? Nee, 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 das war scheiße, das war kacke. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Aber er lebt noch. Komm, hau ab da. Zeigen wir es ihnen. Er scheint es noch geschafft zu haben. Ich werde mir hier kurz das Lager einnehmen. Ach, schau an, wer da ist. Den habe ich ja jetzt total übersehen, ne? Werde ich hochgehen. Obwohl, der pusht da unten. Ach, scheiße, ey. Der Drachenritter ruft aus dem Stein. Aber klar doch. Befreit den Drachenritter und bringt euren Feinden den Tod. Ich kann hier jetzt nicht weg, Leute. Die pushen ganz schön gehörig. Das hat er echt noch überlebt, der beschissene Diablo. Hört sich gut an. Wir haben einfach nicht das Glück, dass wir die entscheidenden Kills setzen können. Das bricht uns momentan so ein bisschen das Genick. Nein! Ah, warum bin ich... Ah, ich hab wieder zurückgehen wollen.
Ja, die Nova, die spielt echt gut. Und jetzt haben wir nämlich verloren. Ja, schade. Ich hab, wie gesagt, Rainer ist nicht einer meiner absoluten Lieblingshelden. Das ist der, der nervt mich ganz schön. Macht nicht viel Spaß wie andere. Aber trotzdem muss man ja irgendwie versuchen, ein Bild zu spielen. Das habe ich hier nicht gut gemacht diesmal. Noch ist es nicht vorbei, aber es sieht schon so aus, als würden wir das. Es wird zumindest schwierig jetzt, irgendwie noch was zu reißen. Da unten kommt Tassa da. Ich werde mal gucken, dass ich Tassa da irgendwie. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Der Gegner hat eine Festung zerstört. Ja, das war knapp. Diablo hat's erwischt. Nova. Ach du Scheiße, ja, jetzt können wir es überleben. Zwei tot, da unten ist Tassa da. Die extremst nervt gerade. Da ist Nova. Ja, das. Ah. Hä? Ach, das war wieder Abadur, okay. Jetzt haben wir es auch. Naja, das war auch nur das Übel. Jetzt haben wir sie. Sehr schön. Eure Zitadelle wird angegriffen. Hier ist auf jeden Fall Diablo. Raiders. Aktiviert die Schreine. Nehmt die Macht des Drachenritters in Anspruch. Jetzt mach den kalt! Du kannst auf mich zählen. Und du kriegst Tassa da halt einfach nicht tot. Jetzt aber. Jawoll, sehr schön. Gut gemacht. Euer Gegner hat eine Festung zerstört. Besten Dank. So, jetzt aber mal ganz schnell. Zurück, aber das schaffen die beiden. Du wirst gar nicht spüren. Zeigen wir es ihnen. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Jetzt haben wir einen Drachen.
ist auch wieder Abatur. Und jetzt haben wir die Sache verkackt. Obwohl noch nicht ganz, aber. Das wird nichts. Ja, schade. Auch diese Partie verloren, weil wir eine verdammt gute, venusche Nova hatten, die wirklich ziemlich gut gespielt hat. Und weil wir nicht gut in der Gruppe. Na gut, gucken wir mal. Rainer wird nicht abgedatet, ich auch nicht. Guck mal kurz in die Statistik. 11 Kills habe ich gemacht. Kartenmechaniken habe ich so gut wie gar nichts gemacht, obwohl ich da nicht stand und die Dinge. Ach so, das ist der Drache. 5 Tode, da bin ich eigentlich noch gut dabei. Und da haben wir Abatur, der halt wirklich genervt hat ohne Ende, aber nicht so schrecklich wie Nova. Und Gaslo, den haben wir eher selten gesehen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie Folge 5 wird. Dann mal wieder mit einem, ja, mit Nova höchstwahrscheinlich werde ich spielen. Schauen wir mal. Also, bis dahin. Ciao.